Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Civilization 6. Wir sind in Folge 4 unseres Liedermarathons von Ambiorix. Ja, Folge 4, ihr habt es richtig gehört, und wir sind im Hauptmenü. Das hat folgenden Grund: Wir haben nach drei Folgen in Runde 54 uns geschlagen gegeben gegen die KI. Das hatte mehrere Gründe, und ich muss sagen, so ein bisschen mache ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und ich erzähle euch auch genau warum. Und zwar mit einem lachenden Auge deswegen, weil ich vor allem das Gefühl hatte, nicht richtig in die Partie reingekommen zu sein, einige Sachen nicht beachtet zu haben bei der Stadtplanung und vor allem auch mit den frühen Weltwundern. Wir hatten da in Folge 3 ein bisschen gehadert damit, dass wir Etemenanki vielleicht nicht gebaut haben, obwohl wir das hätte sehr gut bauen können. Dass so ein bisschen uns das Land ausgegangen ist, um uns wirklich auszubreiten. Wir brauchen große Städte, also wir brauchen Städte, die mehr oder weniger viele zweiten und dritten Ring haben, in dem wir Bezirke bauen können. Für den Wissenschaftssieg, für den Theatersieg, das ist unser Ziel. Das habe ich nicht so beachtet. Das hat mich so ein bisschen geärgert, und ich bin da so ein bisschen der Perfektionist bei der ganzen Sache. Will nicht sagen, dass ich da autistische Züge habe, aber es ist schon so, dass ich dann bei so einigen Sachen dann denke, wenn ich das nicht irgendwie das Gefühl habe, oder wenn ich das Gefühl habe, ich hätte es besser machen können, dann bin ich so ein bisschen, ja, dann werde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann schlecht schwer zu erklären. Auf jeden Fall, da habe ich das lachende Auge und sage, ja, wir machen den Neustart, wir beachten diesmal eben die Besonderheiten bei Ambiorix und versuchen das wirklich durchzuziehen. Ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil mich unter anderem auch ein netter und lieber Kommentar aus der zweiten Folge erreicht hatte. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Der tatsächlich gesagt hat, Mensch, die Lage von Ambiorix ist doch gar nicht so verkehrt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Lage ist doch eigentlich ganz gut. Es gibt ja die Möglichkeit, schnell Richtung Eisenverarbeitung zu gehen, das Oppidum zu bauen, Landsknechte zu haben und die KI ein bisschen zu ärgern. Ja, du hast recht. In der Hinsicht gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich trauere schon ein bisschen unserer Spielsituation hinterher. Ich habe mir das dann nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Unsere Ausgangsposition, auch mit Torres del Paine im Osten, mit vielen Ressourcen, mit zweimal Eisen, mit Weizen, mit dem Schwemmland. Das hat schon Potenzial gehabt, und wir hatten vor allem in gewisser Weise auch ein bisschen Abstand zur KI, was man eben auf Gottheit eben auch nicht immer hat. Das muss ich sagen, ja, da war ich ein bisschen her, vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu früh die Flinte ins Korn geworfen. Aber gut, es ist jetzt nur so. Hausregeln sind Hausregeln. Wir haben diese Partie abgebrochen, das habe ich offiziell auch im Stream gesagt. Wir haben einen Freiversuch, weil wir vor Runde 100 abgebrochen haben. Das heißt, unser zweiter Versuch hier gegen die KI zu gewinnen. Für alle, die nochmal unsere Hausregeln durchlesen wollen, im allerersten Video in der Playlist zu diesem Let's Play gibt es das Einführungsvideo, ist aber auch nochmal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Da nochmal ganz, ganz klar die Regel: Wir haben zwei Versuche, beziehungsweise wir haben einen zweiten Versuch mit der Zivilisation, die wir ausgewählt haben, wenn wir eine Partie vor Runde 100 offiziell verlieren durch das Spiel oder wenn wir halt offiziell uns entscheiden, nochmal Neustart zu machen. So, das habe ich deswegen gemacht, weil man manchmal wirklich auf Gottheit das Problem hat. Also wir wollen ja eigentlich möglichst jede Zivilisation sehr, sehr weit spielen und auch ein bisschen ausspielen, damit man eben sich ein bisschen auch mit der Zivilisation beschäftigt und den Besonderheiten. Und es kann ja durchaus mal sein bei Gottheit, und das kann uns jetzt auch passieren, das ist nämlich das große Risiko, dass man sehr, sehr schnell von der KI überrannt wird am Anfang, weil die viel zu nah bauen, den Einheitenvorteil haben und man einfach nicht von der Stelle kommt. Das kann uns jetzt tatsächlich auch passieren, und dann wird die Partie vielleicht sehr, sehr kurz und wir gehen dann wirklich zum nächsten Anführer. Aber ja, es ist dann so. Das ist der Liedermarathon, das ist diese Serie, die wir hier starten. Das hat zweimal sehr, sehr gut geklappt. Im ersten Versuch bei Abraham Lincoln hatten wir sehr, sehr viel Platz. Falls ihr euch noch nicht reingeguckt habt, das Let's Play, schaut es euch gerne an. Aminatore, genau das gleiche. Wir hatten die Wüste, wir hatten sehr, sehr guten Standort, haben das gut ausgespielt, und da hat auch das Wissenschaftssieg super funktioniert. Jetzt sind wir mit Ambiorix, und das ist wirklich die erste große, sag ich mal, Zivilisationsherausforderung auch, nämlich mit der Stadtplanung ist es nämlich gar nicht so einfach. Also, Ambiorix ist ausgewählt, fünf Gegner haben wir wieder, wir spielen wieder auf der Pangea-Karte, starten Antike auf Spielgeschwindigkeit Standard, Katastrophenintensität 2, neuen Start starten, alles beim Alten, so wie wir es gesetzt haben. Ich habe mich noch nicht dafür entschieden, was wir machen, wenn wir Seefahrer-Zivilisation haben. Welche Kartenskripte wir dann spielen, da schreibt das gerne nochmal in die Kommentare. Wir hatten ja gesagt, bei Seefahrernationen wollen wir irgendwie ein anderes Kartenskript spielen, weil Pangea dann wirklich irgendwie nicht fair wäre, sage ich mal so. Aber da müssen wir uns mal überlegen, was wir dann machen. Bis jetzt
haben wir noch keine solche Sith gehabt. Ja, alle Siegarten sind aktiv und natürlich wie immer der Monopol- und Kooperationsspielmodus, den ich eigentlich besonders nett finde, wenn man halt, ja, der nicht so wahnsinnig, also der greift schon ins Spiel ein, aber nicht so extrem. Ich finde auf eine sehr positive Art und Weise, eben mit den doppelten Luxusgütern, die man ja sonst eigentlich nicht so wirklich verwenden kann, außer sie wegzuhandeln. Und hier geben sie noch einen weiteren Sinn, finde ich ganz nett. Alle anderen habe ich auch schon erklärt im Einführungsvideo, warum ich die anderen nicht aktiviert habe. Das da auch gerne nochmal nachlesen. Also sonst ist alles auf Standard. Keine doppelten Anführer, keine doppelten Zivilisationen. Das ist die Bedingung. Statistik ist aktuell nach dem zweiten Display. Ich habe immer noch die ganzen Sachen von unserem ersten Versuch hier aufgeschrieben. 154. Damals hatten wir Peter den zweiten Shaka, Lautaro von den Mapuche und Dido von den Phöniziern. Als Gegner mal sehen, wie uns dieses Mal erwartet. Wir hatten bis jetzt Torres del Paine gefunden und 5 Stadtstaaten. Und 4 Weltwunder wurden auch schon gebaut. Also mal gucken, wie es jetzt läuft und wo wir jetzt anfangen. Und dann versuchen wir jetzt nochmal einen cleanen zweiten Start mit Ambiorix hier in dieses Let's Play und hoffen, dass jetzt alles besser wird. Und ich habe bei der ganzen Planung hier mal vergessen, meinen Timer zu stellen für die Folgenlänge. Ich würde sagen, ich habe jetzt bestimmt schon so 5, 6, 7 Minuten gequatscht. Ja, vielleicht geht die Folge ein bisschen länger, aber das wird euch ja nicht so viel ausmachen. Also, wir starten rein in die Partie. Auf geht's mit Ambiorix und unserem zweiten und letzten Versuch, gegen die KI mit Ambiorix zu gewinnen. Auf geht's. Und wir starten auch gleich mal direkt ins Spiel, lesen uns natürlich wieder schön den Einführungstext durch und ich werde diesmal wieder ein bisschen mehr erklären. Das letzte Mal sind wir gut durchgekommen, aber ich denke mal, da kann man einfach auch noch mal ein bisschen mehr erklären und das wird jetzt wahrscheinlich auch relativ wichtig werden bei der Stadtplanung. So, von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Eure Klugheit wird euch dienlich sein, Ambiorix. Setzt euren Kopf und eure goldene Zunge dort ein, wo eure Armeen zu klein sind, um euer Land zu behaupten. Eure Verbündeten werden euch folgen und euer starker Speerarm wird den Widerstand eurer Feinde zerschmettern. Kämpft, großer Kriegerkönig. So, das Gallische Reich betritt die Weltbühne am Biorix, das zweite Mal sozusagen. Und wir haben uns jetzt ja relativ viel mit den Spezialbezirken der Platzierung beschäftigt. Wir sollten uns nochmal mit unserem zwei Boni beschäftigen, bevor wir in die Spartie gehen. Das sollten wir auf jeden Fall auch beachten. Jede Mine, die wir bauen, bekommt ein Kultur extra, was natürlich sehr, sehr stark ist. Das spart uns vielleicht in der einen oder anderen Stadt das Monument und wir können lieber auf den Handwerker gehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, zwei Minen, also eine Mine wird auch einen kleinen Nachbarschaftsbonus, das bedeutet einen Nachbarschaftsbonus von 0,5, also zwei Minen geben sozusagen plus 1 Nachbarschaftsbonus für den jeweiligen Bezirk und zwar für jeden Bezirk. Also das vielleicht nochmal so in der Idealvorstellung, haben wir im ersten Ring sozusagen ganz viele Minen, vielleicht das ein oder andere Luxusgut und vielleicht das ein oder andere, der andere Bezirk, der kein Spezialbezirk ist, wie zum Beispiel Wohngebiet, Staudamm, Aquädukt, wir hatten die Liste schon mal durchgegangen, glaube ich, können wir jetzt auch gleich nochmal machen. Und dann gehen wir halt im zweiten und dritten Ring auf die Bezirke und da müssen wir uns wirklich genau überlegen, wo platzieren wir unsere Stadt und auf geht's. Ich bin super gespannt wie ein Flitzebogen, wie es jetzt aussieht und ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung war, dass wir nochmal gut angefangen haben und hoffe, dass diese Partie sehr, sehr lange gehen wird, egal ob wir sie gewinnen oder verlieren, aber ich möchte nicht in den ersten 50 Runden von der KI überrannt werden. Bitte, bitte, bitte. Das Gallische Reich schreibt Geschichte. Wer sonst als Gallien könnte Einheiten wie den Gesaten erschaffen? Und ich habe das Wort gelernt. Und wer könnte sich dagegen stellen? Das sind schon mal 4 Zeitalterpunkte. Und wir hatten, und das möchte ich auch nochmal sagen, in dem Kommentar, der da kam in Folge 2, der hat extra nochmal auf das goldene Zeitalter hingewiesen. Und ja, ich muss sagen, durch diese Spezialeinheit, die wir haben, gleich mit dem Bonus von 4 Zeitalterpunkten in die Partie zu gehen, ist ziemlich stark. Unter Umständen kann das wirklich eigentlich ein sehr, sehr gutes, ja, goldenes Zeitalter bedeuten. Sozusagen. Also von daher gar nicht so verkehrt. So, wir sind da, würde ich sagen. Und wir haben einen Fluss. Und wir haben Gebirge. Und wir haben einen, ja, wie soll man sagen, geothermischen Riss. Das heißt, wir sind an der Kontinentsgrenze. Haben wir denn irgendwie? Nein, haben wir noch nicht. Wir sind im Kontinent Kinoland. Und wir werden uns jetzt mal ganz, ganz in Ruhe damit beschäftigen, was wir bauen wollen. Also was wichtig ist, für einen Wissenschafts-Kultursieg, das ist das ein bisschen, was wir anstreben. Durch die Minen bekommen wir halt, wenn wir den Hügel haben,
Eine ganze Menge Kultur. Ich sehe hier sehr, sehr wenig Hügel. Ich sehe hier ehrlicherweise gerade mal zwei Hügel. Drei, Entschuldigung. Vier. Also doch gar nicht so wenig Hügel. Ja, wir müssen mal schauen, wo wir jetzt unsere Städte platzieren. Ich sehe hier Berge. Das wiederum könnte ein gutes Indiz für einen Campus sein. Vielleicht auch für eine heilige Stätte. Wer weiß. Wir haben hier mit den beiden Tabakressourcen tatsächlich schon ein bisschen Glauben. Wir haben hier Wissenschaft, auch das gefällt mir. Wir haben hier oben noch eine Seide, wir haben Tee, also sehr viel Plantagen. Das wiederum ist ein schönes Pantheon später für die Kultur. Das sieht also jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus. So, wo wollen wir jetzt eventuell unser Oppidum, also unsere Bezirke platzieren? Und wo müssen wir dann zwangsweise unsere Stadt platzieren? Was mir relativ früh während des Redens ins Auge springt, ist, dass wir unsere Stadt hier auf diesem Feld platzieren. Erstmal. Eine Stadt am Fluss zu haben, ist immer gut, wegen dem Süßwasserbonus für den Wohnraum, was am Anfang sehr, sehr wichtig ist. So, das eröffnet uns folgende Möglichkeiten. Wir könnten dann im zweiten Regen, wir müssen ja aufpassen, zum Beispiel hier einen Campus hinsetzen. Der hätte hier mit dem schon mal plus 2. Wir hätten aber auch gleichzeitig eine Möglichkeit, hier einen Campus zu setzen. Oder eine heilige Stätte, das könnten wir uns überlegen. Auf dieser Seite auch im zweiten Ring. Und hier um diese gesamten Hügel herum, das sind nämlich insgesamt. Ja, dann noch zwei Stück hier auf diesen beiden Feldern. Könnten wir eventuell Minen platzieren und könnten dann hier zum Beispiel ein Oppidum platzieren, auch im zweiten Ring. Und das wäre auf jeden Fall alles, ich sag mal, grundsätzlich möglich. Wir könnten auch zum Beispiel auf der anderen Seite hier ein Oppidum platzieren. Wir sind also ein bisschen flexibel, wenn wir jetzt noch, sag ich mal, strategische Ressourcen etc. aufdecken. Ich würde sagen, das ist erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, wir haben auch ein relativ gutes Feldwachstum hier. Wir haben hier 2-1, hier 2-2-1. Haben wir, wie gesagt, auch gleich Glauben. Das hilft uns ein bisschen mit der Produktion. Und ich würde sagen, das sieht jetzt schon mal gar nicht so verkehrt aus. Wir gehen tatsächlich, und ich denke, da geht ihr mit, auf dieses Feld hier und werden dann da unsere Stadt gründen. Haben gleichzeitig den Außenhandel erforscht, weil wir einen neuen Kontinent entdeckt haben. Da unten, Laurentia. Ja, das war klar. Hier ist der geothermische Riss. Geothermische Risse besagen so ein bisschen, dass da eine Kontinentsgrenze ist, die verlaufen mal so an den Kontinentsgrenzen. Von daher sehr, sehr schön. Auch das ist natürlich wichtig für uns. So, unseren Gesandten, tja, wie gehen wir mit dem hin? Ich würde sagen, vielleicht mal Richtung Westen. Hier scheint Wüste zu sein. Hier oben ist noch die Teeressource, da kommen wir sogar noch hin im dritten Ring. Auch das ist gar nicht hier die Weide, kommen wir sogar auch noch hin. Hier unten scheint sehr viel Gebirge und unwegsames Gelände zu sein. Wer weiß, was hier alles ist. Hier kann natürlich auch vor Schluss sein. Ich meine, rein theoretisch mit den Bergen hier, ja, könnte man hier auch einen Campus setzen. Wäre wahrscheinlich nicht mehr der schlechteste, aber dann verbauen wir uns hier wieder einige Möglichkeiten und naja, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Aber ich sag mal so, Bewässerung ist immer so ein Thema und eigentlich haben wir es ja hier gar nicht so schlecht getroffen, würde ich sagen, wenn wir hier unsere Stadt bauen. Ja, ich sehe das eigentlich als recht positiv an. Nächste Runde können wir dann die Stadt bauen. Ja, hier sieht es auch noch ein bisschen aus. Wir haben auch weiterhin, was man natürlich auch machen könnte, wir hätten ja vielleicht die Möglichkeit, irgendwo noch eine zweite Stadt zu platzieren, die dann zu nutzen, um hier einen Campus zu platzieren. Hier sind viele Hügel. Hier ist auch noch ein Steinbruch. Steinbrüche geben uns ja plus 2 auf unser Oppidum. Also vielleicht in die Richtung nochmal gehen. Als nächstes. Noch ein zweiter Steinbruch. Da sehe ich ja auch schon wieder die nächste Stadt eventuell hier oben. Müssen wir uns mal schauen. Und hier würde ich sagen, gründen wir jetzt unsere allererste Stadt. Aduatuka. So, da ist Kupfer. Das ist ja richtig schön. Das ist schon mal eine Mine. Klar, welches Feld wir bewirtschaften, ist irgendwie logisch. Wir bewirtschaften natürlich das 221-Feld. Wir haben gleich mal zwei Glaubenbrunnen. Das erspart uns dann so ein bisschen bei der Gesetzgebung, dass wir hier nicht unbedingt Gottkönig nehmen müssen, sondern können vielleicht leicht die Produktionskarte reinnehmen, was wiederum sehr, sehr gut ist. Wenn wir jetzt an die Forschung denken, was wollen wir als zuerst aufdecken? Strategische Ressourcen werden gut. Strategische Ressourcen geben uns plus 2 auf unser Oppidum. Das wird natürlich schon mal so ein bisschen die Richtung vorgeben. Und da ist die Frage, was uns wichtiger ist, Eisen oder Pferde. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist Eisen eigentlich uns die wichtigere Ressource. Wir brauchen eigentlich nicht unbedingt Pferde, sondern wenn wir eine Mine haben als strategische Ressource und daneben noch ein Oppidum platzieren können, das wäre super gut. Und allgemein würde ich auch sagen, der Bergbau, um Minen zu bauen, wäre an sich schon die schönere Sache.
Ich würde tatsächlich auch hier wieder auf den Bergbau erstmal gehen. Etemenanki, ganz klar, ganz sicher an dieser Stelle, spielt jetzt hier erstmal keine Rolle, weil wir haben hier kein Schwemmland und ja, ich denke mal, das schließt sich von selbst. Da oben ist übrigens auch nochmal eine Wüste. So, ich würde sagen, wir produzieren natürlich einen Speer, wir kommen relativ gut hier voran und dann geht's weiter. Was hier auch noch sein könnte mit den ganzen Bergen oder interessant sein könnte, wäre dann zum Beispiel auch einen ja, mit Anziehungskraft zu spielen. Und da ist es schon. Die passiert. Die erste Sif. Ich bin Wilhelmina, Königin der Niederlande. Es ist meine große Ehre, u endlich zu ontmoeten. So, und wenn wir diese Partie jetzt weiterspielen, dann ist es Wilhelmina, die uns jetzt mal wieder die Ehre erweist, wie auch schon bei Amanitore und den Nubiern. Und es ist natürlich eine Ehre, sie wieder mal kennenzulernen. Ja, und wir würden natürlich auch freuen, uns in die Hauptstadt einzuladen und wir würden das, wir niederladen euch an die Hauptstadt ein, wenn ihr den Gefallen ja wieder der machen wir. Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. So, da oben ist nämlich schon Amsterdam. Ja, und ich befürchte fast, dass die Niederlande wieder relativ schnell zu uns finden wird. Wir haben ja noch nicht mal das Gold gerade dazu, um jetzt schon eine Delegation dahin zu schicken. Das heißt, das können wir leider vergessen. Was wir machen können, ist, früh mit ihr Handel zu betreiben. Das findet ihr ja immer ganz gut. Das sollten wir in Erwägung ziehen. So, hier ist auf jeden Fall ein interessanter Stadtort. Hier mit drei Steinbrüchen wäre es natürlich prädestiniert für den Oppidum. Müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie eine Stadt platziert kriegen in der Nähe. Sehe das da aber schon mal sehr, sehr vorteilhaft an. So, wie kommen wir weiter? Wissenschaft, Glauben haben wir gut. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir versuchen jetzt gleich mal ein bisschen mehr mit der Gesetzgebung weiterzukommen, dass wir Produktion bekommen. Ich würde tatsächlich gerne einmal dieses Gebiet aufklären. Hier sind Gewürze, also Plantagen sind hier sehr, sehr viel. Hier hätten wir das Wasser dazu. Leider bei den Steinen jetzt nicht direkt Wasser. Vielleicht hier irgendwo noch, wo wir dann vielleicht auch eine Stadt bauen können. Da sind schon mal ein paar. Ich würde das gerne noch hier freischalten. Ja, wir können dann auch hier runterziehen. Aber wie ihr seht, wir haben hier nicht unbedingt was frei. Also im dritten Ring könnte man hier ein Oppidum machen, wenn wir hier eine nächste Stadt bauen. Das können wir aber gar nicht. In der Siedleransicht können wir ja irgendwo hier Städte gründen, aber wir haben hier nirgendwo Wasser. Nächster Ort wäre da oben oder hier ein Fluss. Das wäre wahrscheinlich, ja, das wäre tatsächlich sogar noch möglich, aber natürlich sehr, sehr nah an den Holländern. Da müssen wir mal gucken. So, den hätten wir jetzt, glaube ich, platt machen können, aber ich würde jetzt erstmal auf die Erkundung gehen. Okay, der Fluss geht hier unten noch weiter, das ist wiederum sehr schön. Das sieht gut aus. Die Lage unserer Stadt ist nicht schlecht und jetzt würde ich sagen, greifen wir tatsächlich mal hier den Speer an. Leichte Beute für uns und eine militärische Einheit, die wir geschlagen haben, die uns da so ein bisschen hilft. So, jetzt ist die Frage, ist hier ein Gebirge? Ich tippe fast ja. Ich würde sagen, wir gehen mit dem mal ein Stück nach Osten. Und schauen mal hier, was wir als nächstes machen. So, was ich als nächstes machen würde, grundsätzlich, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, der Handwerker wäre nicht das Schlechteste, damit wir wissen. Aber andererseits könnte man noch überlegen, was brauchen wir. Wir könnten natürlich Minen bauen. Welche Felder würden wir bewirtschaften? Wir würden wahrscheinlich sogar als nächstes dieses Feld hier bewirtschaften. In zwei Runden. Mit dem 2-1 und den 2 Gold. Da eine Mine draufgesetzt, gibt uns nicht nur Produktion, sondern auch nochmal ein Kultur mehr. Das wäre schon gar nicht so verkehrt. Das würde uns so ein bisschen das Monument sparen. Das gibt uns ja 2 Kultur. Was wir grundsätzlich ja brauchen. Wir brauchen am Anfang Kultur, Ausbreitung der Kulturgrenzen. Dauert halt jetzt hier 12 Runden, das wäre mir halt eben ein bisschen zu lang. Ein Handwerker 10 Runden und davon hätten wir potenziell ein bisschen mehr. Könnten dann auch noch eine zweite Mine platzieren. Fände ich nicht schlecht. Die Frage ist, vielleicht noch ein zweiter Speer. Auch das wäre möglich. Aber ich glaube, ja, der Handwerker hat es mir jetzt gerade so ein bisschen angetan. Ich denke, der für die Kultur erstmal den Handwerker. Was wir natürlich auch schauen müssten, wie sieht es denn mit Wilhelmina aus? Mag die uns mit der Zeit oder nicht? Die Delegation können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schicken, oder? 40 Gold. Ich denke nicht.
Ja, also sie würde das jetzt nicht annehmen. Das bedeutet, da sind wir schon wieder raus aus der Nummer. Wie sieht denn allgemein ihre Gesinnung aus? Okay, minus 3, das geht noch. Also wir müssen mal gucken. Wir sind ein Stück von ihr weg. Aber wir müssen natürlich auch früh siedeln. Ja, aber Handwerker, der wird uns eher helfen beim Siedeln, um mehr Produktion zu schaffen. Ich bin tatsächlich für den Handwerker. Mit dem wir dann ja auch wieder ein bisschen Kultur abgreifen. Ich würde unseren Gesäten jetzt mal, Gesaten mal nicht zu weit wegschicken. Rein aus dem Grund und ein Bonusdorf. Sehr schön. Ja, okay, und das zieht sich hier zumindest noch weiter durch. Okay, das ist interessant. So, zweites. Ja, das sieht gut aus. Machen wir so. Da haben wir ein 2-2-Feld, auch sehr schön. Dann schauen wir mal, was hier unten noch ist. Viel Gebirge. Sieht alles so drumherum. So, Entwicklung des Staatsdienertums hat große Fortschritte gemacht. Leider keine Handwerkereinheit oder vielleicht ein. Was natürlich noch schön gewesen wäre, wäre ein Speer oder sowas gewesen. Das sieht aber erstmal soweit gut aus. Panthéon kriegen wir natürlich sehr, sehr schnell. Auch das könnte uns helfen. Wer weiß, vielleicht haben wir ja die Chance, dass eins der besseren Panthéon noch frei ist. Es sind wirklich sehr, sehr viele Berge hier. Hier ist eine riesige, ja, Schwemmlandwüste auch. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. So, und wir können Minen errichten jetzt. Für den Handwerker haben wir jetzt also erstmal alles gemacht, was wir machen mussten. Und hier, das ist wahnsinnig. Hier ist auch nochmal Stein. Okay, das ist interessant. Das könnte uns helfen. Wirklich sehr, sehr interessantes Gebiet hier um uns herum. So, dann nächste Forschung. Jetzt ist die Frage: Eine Barbareneinheit haben wir schon besiegt. Wir gehen jetzt ja Richtung Minen. Die Tierzucht, klar, der Bogenschütze, man muss ja sagen, nicht unbedingt wegen den Pferden, aber um der Angst willen, dass Amsterdam uns hier so ein bisschen auf die Pelle rückt, würde ich fast sagen, ja, wir gehen mal vorsichtig auf die Tierzucht. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. So, die Gesetzgebung. Ich würde sagen, ja, wir verzichten auf das Gold und nehmen die Produktion und geben natürlich die Kampfstärke auf die Barbaren. Die Produktion deswegen, weil wir halt jetzt schon fast unser Pantheon erforscht haben und das dann Quatsch ist, auch wenn ja eine Gold natürlich vielleicht ein bisschen was wert ist, aber dann haben wir viele Berge, ist ja Wahnsinn. Bananen haben wir auch noch. So, und wir gehen natürlich, ja, die Frage ist, ja, wir gehen auf den Außenhandel, weil wir das schon den Bonus haben, so gemäßigte Flut. Da ist nichts passiert. Das ist auch weit weg von uns. Das beeinflusst uns nur minimal. So, hier müssen wir noch mal ein bisschen rumschauen und Wahnsinn, was wir hier für Gelände haben. Also noch mal Stein, noch mal Gebirge. Interessanterweise werden wir dann bald sehen, wie unsere zweite Stadt gebaut wird. Und die nächste Ziele sind Montezuma und es wird nicht einfacher. Premiere hier bei unserem Liedermarathon. Montezuma von den Azteken. Heieiei. Okay, Civ Nummer 2. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich lade euch ein, in unsere nahegelegene Stadt zu besuchen und eure Ulama-Li-Sidli-Künste unter Beweis zu stellen, was auch immer das ist. Wir nehmen die ganze Freundschaft sehr, sehr gerne an. So, und wir können ein Pantheon wählen. Auch das können wir machen. Und hier unten sind die Azteken. Also wir sind eingeschlossen zwischen den Azteken und den Holländern. Und hier sind Oliven und Reis, also wahnsinnig coole Ressourcen. Ein weiterer Zeitalterpunkt, dadurch, dass wir jetzt die Azteken getroffen haben. Ja, uff. Also, das wird knackig. Mal schauen. Zumindest die Azteken mit ihren Adlerkriegern recht stark am Anfang. Die Holländer natürlich auch, aber okay, wir werden es sehen. Pantheon kann gewählt werden und ich glaube, wir haben noch alles. Ja, wir haben noch alles frei. Jetzt ist die Frage: Was machen wir hier?
Also, grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, Kultur durch Plantagen ist sehr, sehr sinnvoll. Wir haben Gewürze, wir haben Seide, wir haben Gewürze, wir haben ein paar Steinbrüche, aber wir haben hier Tee, wir haben das ist ein Tabak, ganz viel Tee, wir haben Bananen hier, wir haben Oliven. Also, hier oben wäre nochmal Räucherwerk. Hier ist nochmal Tee. Also grundsätzlich würde ich sagen, Plantagen ist sehr, sehr weit vorne. Gibt uns eben nochmal extra Kultur. Diese ganzen heilige Städtegeschichten lassen wir erstmal weg. Das haben wir nicht. Fischerboote brauchen wir auch nicht. Kulturlich Weiden, ja. Nee. Ich habe, glaube ich, irgendwie ein bisschen Schaf, aber das bringt uns nichts. Die Jagdlager haben wir hier auch nicht. Sehe ich hier auch nicht. Glauben durch Steinbrüche, ja. Grundsätzlich hätte ich gesagt, nicht schlecht, aber ja, wir haben hier einen Steinbruch, der wirklich gut liegt an einem Fluss. Den können wir tatsächlich auch nutzen, wenn wir da eine Stadt bauen. Da würde ich auch gerne eine Stadt bauen. Hier mit den Gewürzen in der Weide. Hier hätte ich auch gerne eine Stadt gebaut, wird aber schwieriger. Da müssten wir irgendwo hier eine Stadt bauen. Das ist sehr weit weg. Dann haben wir Loyalitätsprobleme und so weiter. Minen bei Luxusgütern und unsere Bonusressourcen, das wissen wir noch nicht. Ich meine, würde natürlich für das Kupferfeld gut sein, aber wir wissen noch nicht, wie wir mit Glauben arbeiten. Handwerker, plus 1 Produktion und plus 1 Glauben von modernisierten strategischen Ressourcen ist grundsätzlich nicht schlecht. Wir haben das noch keine freigeschaltet. Ist also auch sehr spekulativ. Plantagen sehen wir und alles andere, denke ich mal, ist nicht ganz uninteressant. Was wir noch machen können und was wir jetzt wirklich entscheiden müssen, religiöse Siedlungen wäre noch ein sehr, sehr interessanter Faktor. Das würde uns jetzt einen Gratis-Siedler bringen, was am Anfang natürlich sehr, sehr viel wert ist. Vor allem, weil wir den Vorsprung der KI damit auf jeden Fall sehr, sehr schnell kürzer machen. Auf Gottheit keine unwichtige Sache. Wo würden wir denn jetzt sinnvollerweise eine zweite Siedlung platzieren? Was mir jetzt persönlich sehr, sehr spontan ins Auge fällt, wäre jetzt eine Stadt hier unten. Also in Richtung der Azteken. Wegen dem Steinbruch hier könnten wir ein sehr, sehr gutes Oppidum. Wir hätten ja auch einen sehr, sehr guten Campus mit drei Wissenschaft auf jeden Fall durch die Berge. Und wenn wir die Stadt hier platzieren, auf diesem Feld, haben wir auch noch die Möglichkeit, Minen zu bauen. Wir haben hier Gewürze. Also das sehe ich tatsächlich als sehr, sehr interessantes Stadtgebiet. Und vielleicht. Ja, also grundsätzlich hätte ich gesagt, hier eine Stadt. Das fände ich jetzt nicht so schlecht. Sehr, sehr viele gute Felder hier drumherum. Wahnsinnig schnelles Wachstum, die Stadt. Den könnten wir jetzt frei und gratis kriegen. Auf wie viel Kultur verzichten wir denn damit? Und wie viel mehr Kultur kriegen wir dadurch, dass wir hier Minen bauen? Das sollte man mal durchrechnen. Aber grundsätzlich verzichten wir ja. Wir wissen ja nicht, wo wir überall Städte gründen und wie viel wir davon bekommen. De facto jetzt erstmal nur geplant auf diese beiden Städte. Eine, zwei, drei Kultur. Vier, fünf, sechs im Zweifel. Ja, schon eine ganze Menge. Was würden wir denn hier nach dem Handwerker machen? Wir müssten die natürlich auch erst ausbauen. Dafür brauchen wir die Bewässerung. Das wird natürlich auch ein bisschen dauern, bis wir die Kultur bekommen. Darf man auch nicht vergessen. Tja, im ersten Mal hätte ich jetzt gesagt, wir könnten danach sogar schon in den Siedler gehen, wenn wir hier mit dem Handwerker fertig sind. Aber das könnte dann auch einfach unsere dritte Stadt bedeuten. Also, ich würde sagen, schwierige Entscheidung, aber. Wenn wir das schon mal haben, würde ich sagen, und wir so schnell das Plantieren bekommen, religiöse Siedlungen wird es sein. Unter einem sternenübersäten Himmelszelt hat der erste Prophet der Welt eine göttliche Eingebung, verneigt sich voller Dankbarkeit vor dem Unbekannten. Zwei Zeitalterpunkte fürs allererste Pantheon, glaube ich. Wir hatten sogar alle zur Auswahl. Ja, und tatsächlich müssen wir dann mit dem Gesandten ein bisschen gucken, dass wir den ein bisschen schützen. Aber ich möchte unbedingt da eine Stadt gründen. Mystik und auch die Mystik hat dadurch den Fortschritt gemacht. Wunderbar. Weiter geht's. Wir werden jetzt unserem Siedler da mal ein bisschen entgegenkommen. Unser Speer kann hier weiter erkunden. Das ist sehr, sehr viel Gebirge hier übrigens.
werden. Hier kommen wir ja eh nicht durch. Wir müssen da einmal ganz komplett außen rum gehen. So. Und da kommt nochmal ein Speer der Holländer. Unser Handwerker ist übrigens auch fertig. Das ist sehr schön. Und den schicken wir jetzt gleich erstmal auf das Kupferfeld. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Monument haben wir gesagt, verzichten wir. Die Kultur oder den Kulturschub holen wir uns über die Minen. Wir könnten den Schleuderschützen bauen, um uns ein bisschen besser zu verteidigen. Einen zweiten Speer wäre auch sinnvoll. Vielleicht einen Gesandten, aber 8 Runden dauert mir eigentlich sehr, sehr lange für eine Spezialeinheit. Wir müssten dafür noch ein bisschen mehr Produktion haben. Den Siedler 15 Runden dauert sogar noch länger. Ich würde fast sagen, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir wollen ja. Also, da gehen wir auch nochmal kurz auf diesen Bonus von Ambiorix. Und zwar die König der Iburonen. Eure Zivilisation erhält Kultur in Höhe von 20% der Kosten der Einheit, wenn eine nicht-zivile Einheit ausgebildet wird. Nahkampf, Kavallerie, Abwehr und Kampfeinheiten erhalten +2 Kampfstärke für jede angrenzende Kampfeinheit. Das ist schon sehr, sehr gut. Wir würden dann auch Kultur im Sinne der Produktionskosten bekommen. Bei 60 Produktionen würden wir hier 6 Kultur bekommen. Dann müsste man sich ja vielleicht doch sagen, dass wir den Gesandten machen. Uns dann einen zweiten Gesandten vielleicht rekrutieren. Ja, wir nehmen den Gesandten. Wir haben jetzt ein bisschen Vorlauf eben mit dem Gratissiedler. Dann lass uns das nutzen, dass wir da nochmal eine zweite spezielle Einheit machen, auch in Bezug auf die Holländer und die Azteken da unten, die mir da nicht ganz geheuer sind. So, dann verschmelzen wir einmal und dann wollen wir natürlich hier gleich die Kupfermine anschließen. Meine Güte, sind hier die vier Berge. Wir können noch mal einmal hier hochgehen. Ein Bonusdorf, da oben ist schon Schnee, das heißt, wir sind hier oben auch schon am Kartenrand. Die Holländer sind also sehr, sehr weit nördlich angefangen. Wir sind hier recht zentral. Zentral in alle Richtungen, wenig Wasser. Und unseren ersten Stadtstaat haben wir auch getroffen. Na wunderbar, und zwar Wöhl oder Wolin. Oh, die hatten wir auch noch nicht, ne? Wolin kennen wir gar nicht, also kenne ich wirklich gar nicht. Militärischer Stadtstaat. Wurde schon von allen möglichen Leuten getroffen. Dementsprechend haben wir da keinen Gesandten bekommen. Aber was hat er denn für einen Suzerän-Bonus da? Erhaltet große Generalpunkte in Höhe von 25% der Einheitenstärke der gegnerischen Einheit, wenn eine Landeinheit die Einheit einer Zivilisation besiegt und erhaltet, Gott, große Admiralpunkte in Höhe von 25%. Naja, gut, ist nicht ganz so interessant für uns. Ja, nehmen wir natürlich gerne mit, aber ist wie gesagt nicht so spannend. So, du darfst natürlich weiterziehen und unsere zweite Stadt gleich gründen. Und du sollst natürlich eine Mine platzieren, plus 1 Produktion und plus 1 Kultur. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch den Kulturschock. Auch das ist nochmal eine Sache. Diese Grenzerweiterung für uns, also wofür die Kultur eigentlich wichtig ist, ist für uns gar nicht so entscheidend, weil wir hier sehr viel mit Minen auch Landfelder gewinnen. Das müsste man an dieser Stelle vielleicht nochmal mit erwähnen. So, in einer Runde wissen wir, wo Pferde sind. Und nochmal einen neuen Stadtstaat, Maskat. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. So, Tierzucht ist erforscht. Wir haben einen neuen Barbarenaußenposten da gegründet. Okay, der ist, naja, erreichbar für uns eventuell sogar. Vielleicht erreichbar für die nächste Gesateneinheit hier. Maskat haben wir kennengelernt. Aber auch da nicht die ersten. Also noch keinen weiteren Sandpunkt. Wie sieht's aus? Neue Forschung muss gewählt werden. Die Tierzucht ist abgeschlossen. Wo sind denn hier Pferde auf der Karte? Haben wir Pferde entdeckt? Ja, wir haben Pferde entdeckt tatsächlich. Wir gehen mal hier in die Ansicht, strategische Ressourcen werden angezeigt. Wir haben einmal Pferd gefunden. Okay, das heißt, einmal Pferde nicht ganz so entscheidend. Das heißt, hier oben noch potenziell die Möglichkeit, dass Eisen ist. Wäre dann auch tatsächlich irgendwie meine nächste Wahl. Und wir kommen hier sogar durchgelaufen. So, und da würde ich sagen, gründen wir jetzt hier unsere nächste Stadt. Nämlich Alessia. Alessia
mit ganz viel Gewürzen und Plantagen. Und die Frage ist jetzt auch hier, was machen wir? Wir haben hier noch einen Handwerker. Ich würde fast sagen, den Handwerker könnten wir jetzt fast nach Alessia schicken, um da den Steinbruch zu modernisieren. Ich würde aber sagen, wir sollten hier relativ schnell dahin gehen. Naja, vielleicht erstmal eine Einheit hier zu platzieren, einen Schleuderschützen. 10 Runden dauert das übrigens hier. Ist alles doppelt so teuer, ne? Naja, kostet 35 Produktionen. Achso, wir haben ja aber erst hier einen Bürger. Ja klar, Entschuldigung. Ja, Handwerker sehe ich noch nicht. Steinbruch, wir haben noch einen Handwerker rumlaufen. Ich würde sagen, Monument könnte man auch machen, damit wir hier größer werden. Ja, vielleicht das Monument als erstes. Und hier würde ich tatsächlich jetzt als nächstes fast sagen Bronzeverarbeitung. Das dauert natürlich sehr, sehr lange. Schrift wäre auch nicht schlecht. Wir könnten dann hier direkt einen Campus platzieren. Lass uns mal hier zumindest schon mal den Campus einzeichnen. Der kann hier relativ sicher stehen. Gibt uns ein bisschen mehr Wissenschaft, gerade am Anfang nicht unwichtig. Ja, sollten wir vielleicht tatsächlich erstmal vorziehen. Und ja, den Handwerker würde ich ganz gerne tatsächlich dahin schicken. So, wir gehen. 120 Gold haben wir. Grundsätzlich sieht es hier erstmal gut aus. Da kommt ein Speer, der auch jetzt in unserem Wirkungskreis ist. Da sollten wir dann mal darauf achten. Den würde ich ganz gerne hier so ein bisschen als Garnison lassen. Wir werden uns dann vielleicht auch gleich einfach einen... Ach Gott, hier sind schon wieder Gebirge. Das ist ja Wahnsinn. Hier ist eine riesige Gebirgskette, wo wir nicht durchkommen. Und da ist auch schon wieder eine neue Sith. Und das sieht mir ganz stark nach Trajan oder nach den Vietnamesen aus. Ich hoffe, zweiteres. Trajan wäre sehr, sehr hart noch. Also wenn wir hier noch Trajan haben, dann, und wir sind hier wirklich in der Mitte von allen, wird es sehr, sehr schwer für uns. So, dritter Bürger ist da. Und wir benutzen natürlich hier dieses Waldfeld, dieses schöne. Auch ein 2-2-Feld. Wunderbar. Jetzt müssen wir gucken, können wir hier einfach weiterziehen? Ja, ich habe ein bisschen Bedenken, dass uns der geklaut wird. Ja, lass uns doch mal hier ein bisschen hier hochgehen. Da ist nämlich auch ein zweites Barbarenlager. Wir müssen da jetzt, glaube ich, auch hin. Das nützt gar nichts anders. Den lassen wir stehen. Wir brauchen mehr Einheiten. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann wir hier irgendwie rumkommen. Und wir werden doch gleich nochmal einen Schleuderschützen kaufen, glaube ich, dann mit 140 Gold. Sicher ist sicher. So, da sind schon die ganzen Speer. Bevor jetzt hier die ganzen Barbaren auftauchen, sollten wir da schnellstmöglich was tun. So, lassen den erstmal stehen. Und machen eine Runde weiter. So. Der Außenhandel ist gleich erforscht. Jede Nation lebt vom Tausch. Das ist sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir ziehen ja hier schon mal hin. Und mit dem schon mal hier hin. Und dann kaufen wir uns einen Schleuderschützen. Und dann ist die Frage, was wir als nächstes hier produzieren. Eine militärische Einheit würde ich jetzt erstmal ausschließen. Einen Händler könnten wir machen. Der könnte sehr, sehr früh Sachen von A nach B schicken. Aber wir haben ja noch sehr viel Barbaren. Ich würde darauf erstmal verzichten. Der wird uns dann wieder geklaut. Und bin schon fast im Überlegen, den nächsten Siedler vorzuschlagen. Speer, Schleuderschütze, Gesate. Monument lassen wir weg. Gucken wir doch erstmal auf diese Regierungskarten. Wollen wir da was ändern? Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Da sehe ich jetzt erstmal nichts, was wir ändern wollen. Was erforschen wir als nächstes? Die Handwerkskunst. Ja, wäre nicht schlecht. Wir kommen relativ gut voran. Drei Geländerfelder modernisieren hätten wir, würden wir eigentlich. Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten. Die
Agoge-Karte sicherlich interessant, wenn wir weitere Gesandten ausbilden wollen. Deswegen werde ich hier tatsächlich die Handwerkskunst vorschlagen. Gut, also militärische Einheit würde ich tatsächlich jetzt eher darauf schieben, wenn wir die Handwerkerkarte dafür haben, weil die recht teuer sind, die Gesandten. Da würden wir einiges sparen. Genau, Kultur geht relativ schnell eben mit dem Ausbauen von militärischen Einheiten. Das kann man so ein bisschen damit kombinieren. Siedler wäre interessant. Die Frage ist nur, wo? Wo würden wir eine Siedlung gründen wollen? Jetzt immer davon ausgehen, dass wir vielleicht hier ein Oppidum platzieren. Steinbruch und so weiter, Minen. Würde ich sagen, könnte man vielleicht dann doch nochmal hier am Fluss eine Stadt bauen. Die Frage ist nur, wo? Vielleicht weiter westlich. Der See oder der Fluss, besser gesagt, schlängelt sich hier so entlang. Das müssen wir mal schauen. Handelswegekapazität wurde erhöht. Ich weiß gar nicht warum. Achso, weil wir das freigeschaltet haben, klar. So, also Handwerker schließen wir aus, Händler schließen wir aus, militärische Einheit schließen wir aus. Es bleibt Monument oder Siedler. Dann würde ich sagen, den Siedler. Lieber noch eine dritte Stadt. Und dann gucken wir mal hier, wer uns hier gleich erwartet. Und ich glaube, das sind die Römer. Das werden die Römer sein. So, der Azteke wird das erste Mal ein bisschen sauer. Wir hoffen mal nicht zu sehr sauer. Wir wollen den jetzt nicht super, super verärgern. Und wir schleichen uns hier so ganz langsam an das Barbarenlager vor. Sondern würde ich sagen, können wir den Handwerker jetzt auch dahinterher schicken, dass der jetzt hier Richtung Steinbruch und sowas geht. Und ja, wir werden die nächste Zivilisation entdecken. Und es sind tatsächlich die Römer. Aue, Viator. Augusta e Roma Imperator Caesar Traianus sum. Qui ses? Qua e terra patria vocas. Tja, Trajan von den Römern. Willkommen zurück. Auch du bist wieder dabei. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen und natürlich würden wir gern eure Städte sehen. Wir werden hier einfach nicht los. Einen neuen Zeitalterpunkt. Das wiederum ist ganz gut. Ja, im Moment sieht es jetzt nicht super schlecht aus. Klar, hier wäre natürlich ein super Campus gewesen, hätte man das vorher gewusst, aber ja, wir haben. Es ist immer irgendwas. Aber letztendlich ist jetzt hier auch kein schlechter Campus. Und man kann das Ganze ja auch noch für andere Städte nutzen. So. Wie geht's weiter? Nächste Runde. Eine Runde würde ich sagen, machen wir noch. Haben wir jetzt schon einiges kennengelernt hier. So, dann gehen wir mal hier voran. Attacke. Eigentlich müssen wir die nebeneinander stellen beim Angriff. Das sollten wir gleich nochmal berücksichtigen. Ansonsten können wir jetzt auch Jade wegholen lassen, aber das ist, brauchen wir im Moment gar nicht. Ich glaube, hier kann auch kein Angriff erfolgen. Und den können wir jetzt weiterschicken hier nach Alessia. So, dann gucken wir nochmal ein bisschen durch Rom. Noch kein Naturwunder übrigens, Weltwunder übrigens gebaut in Runde 26. Noch kein Naturwunder entdeckt. Wie geht's weiter? Eine Runde geht noch. Komm. Ja, noch Zeit. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. So, der Speerträger ist rausgezogen. Wir könnten versuchen, hier diese Einheit zu plätten. Was wir als erstes machen, ist auf jeden Fall, wir holen uns jetzt erstmal hier das Lager für 30 Gold. Das gibt schon mal 3 Zeitalterpunkte. Die Gefahr vor den Toren von Aduatuca wurde gebannt. Die Barbaren sind vertrieben. Das ist schon mal sehr schön. Das gibt eine Kulturinspiration für die Militärtradition. Dann würde ich sagen, eine Attacke. Oh, die macht den schon fast platt. Mit ein bisschen Glück überlebt er irgendwie noch. Ja, okay. Gut. Das macht dann nichts, dann haben wir das so erledigt.
Ich hätte gehofft, dass wir den vielleicht leben lassen können. Aber okay. Gut. Dann haben wir ja hier oben theoretisch noch ein Barbarenlager. Dann können wir vielleicht mal in die Richtung ziehen. Und ja, wir schauen hier einfach mal, dass wir ein bisschen was... Oh, Orangenplantage. Okay, Plantagen wären hier einige gewesen. Ungeachtet der ganzen Zivilisation hier um uns rum. Ich würde sagen, an dieser Stelle, Runde 27, machen wir den ersten Cut. Das ist die Partie, die wir auf jeden Fall zu Ende spielen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bis jetzt, dass wir bis jetzt auf jeden Fall einiges beachtet haben und uns viele Optionen offen lassen haben. Wir haben einen Handwerker schon, wir haben ein paar Einheiten. Wir haben zwei Städte schon in Runde 27, eine dritte ist auf dem Weg. Das wiederum finde ich sehr, sehr gut. Und dann geht es in der nächsten Runde weiter. Vielen Dank nochmal für alle, die bis jetzt eingeschaltet haben. Bleibt bitte weiter dran, kommentiert auch fleißig mit, followt und liked unseren Kanal hier auf YouTube und schaut gerne mal live bei Twitch vorbei. Da haben wir ganz andere Spiele, die wir spielen. Formate wie zum Beispiel Elden Ring derzeit, Far Cry 6, Kingdom Come Deliverance, Pokémon Karmesin wird gespielt. Nauro und Koji, meine Kolleginnen und Kollegen hier von Phalanx Streams, sind auch mal am Start. Ganzen VODs unserer Livestreams hier auch auf unserem YouTube-Kanal. Also gerne mal reingucken und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.